Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und nachdem wir da unten jetzt aufgeräumt haben, eventuell, alles klar, schicken wir euch jetzt hier oben irgendwie hoch. So, die Frage ist nur, von wo aus wir starten. Ob wir von Benghazi aus starten, ob wir von Tripolis aus starten. Ich denke mal, Tobruk ist ein bisschen weit weg. Malta können wir uns erstmal schenken, weil Malta wahrscheinlich sehr einfach zu bombardieren ist. Aber ich denke mal, wenn wir irgendeinen sinnvollen Angriff starten sollten, dann ist, glaube ich, Italien das schwächste Glied. Und da sollten wir dann auch ansetzen dazu. Naja gut, das können wir ja schon mal vorbereiten. Ja, sagen wir einfach mal von hier nach irgendwo, wo ein Hafen ist am besten. Am besten hierhin. Da steht jetzt noch keine Divisionen und Transport und sowas, weil wir noch nicht die Technologie dafür haben. Aber sobald wir die Technologie haben, die wir schon am Erforschen sind, hier 128 Tage, dann müssen wir denen hier einfach eigentlich nur noch sagen, dass sie das bitte machen sollen. In der Zwischenzeit, ja, im Grunde genommen können die erstmal hier Gebiet garnisonieren. Voilà. Gebiet garnisonieren. So, ein bisschen hier entlang. Ich denke mal nicht, dass die Italiener oder wenn hier irgendjemand kommt, weiterkommt als dahin. Dafür brauchen wir sowieso mehr Divisionen. Und für euch gilt, ihr könnt eigentlich hier oben ein bisschen mehr garnisonieren tatsächlich. Und euch lasse ich dann sogar noch da Gebiet garnisonieren. Und zwar hier. Alles klar. Oder will ich hier sowas noch ein bisschen mit... Da bleiben wir erstmal hier. Dann habe ich meine Marine da zumindest ein bisschen gesichert. Okay. Ist Japan schon mit dem Krieg? Nein. Ich hoffe, sie werden es nicht sein, bevor wir da nicht unser Upgrade auf Hongkong 2.0 gemacht haben. So, wie sieht's hier über dem Ärmelkanal aus? Ein feindlicher Bomber. Wie auch immer das ist, es muss eine sehr mutige Person sein. Deutsches Interesse an Skandinavien. Oh. Nicht sehr nett von euch. Ah, das dachte ich mir. Dänemark. Deutsch-Dänischen Krieg. Das dürfte auch bedeuten, dass Norwegen kurz davor steht. Aber Dänemark wird sehr schnell fallen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil wenn Frankreich, das Vereinigte Königreich, oh ja, Norwegen, Niederlande, Belgien, Luxemburg keine Chance hatten, Deutschland alleine zurückzuhalten, dann wird Dänemark das auch nicht schaffen. Wage ich mal so anzunehmen. Kann mich jetzt natürlich auch super irren und super blamieren, aber ich denke mal, das wird so passieren. Das neue Organisation, okay, China ist in Axemärchen beigetreten, neuer Kriegsteilnehmer. Verdammt, Japan ist mit uns im Krieg. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht. Niet, niet. Und wir haben die Landbefestigung noch nicht durch. Mal ganz von Luftabwehr etc. zu schweigen. Mhm. Mengpokoko ist auch jetzt beigetreten. Alter. Mandschurei ist auch mit drin. USA, wie sieht's aus? Habt ihr schon Bock?
Wollt ihr schon kommen und helfen? Oh, verbesserte Rechenmaschine. Entschlüsselung oder? Nee, es dauert zu lange. Das dauert zu lange. Meine Güte. Und durch diese ständigen Verluste hier unten sind doch meine Flotten mittlerweile alt. Ist das alles, was von meiner Schlachtpforte übrig geblieben ist? Sind da keine Mediterranean Battlefleet? Ach nee, okay, Zerstörer sind noch da, die sind nur aktiv gerade. Und das, was hier drin ist, das sind alles beschädigte Schiffe. Ein Träger, drei Schlachtschiffe. Welche Schlacht sowieso? Oh, auch noch die. Rodney, Warspite und Prince of Wales auch noch. Ach du Scheiße. Schlachtkreuzer Repulse, schwere Kreuzer Suffolk, Norfolk, Hawkins, London, Sussex. Und Enterprise und Dido sind auch noch beschädigt. Alter Schwede, was haben wir hier? Die sind auch alle beschädigt. Southampton, Birmingham, Penelope, Glasgow, Hunter. Ach du Heilige. Obwohl, bei denen geht's. Die werden wahrscheinlich bald wieder draußen sein. Ja, richtig, nicht? Hier sind noch so ein paar Franzosen, die sich gegen Italiener behaupten. Und hier, das sieht nach einer Landung aus. Direkt in Oslo. Oslo? Was ist das richtig? Ja, ist Oslo, ne? Ja, okay. Ich war gerade etwas verwirrt. Okay, aber ist Oslo. Ja, Dänemark sieht nicht ganz so gut aus. Sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Sind das spanische Truppen? Da sind spanische Truppen, ihr Bastarde. Ihr spanischen Bastarde. So, da sind das schon die Leute, die ich angefordert habe? Nein, noch nicht. Auf die muss ich dann auch noch warten. So, ansonsten würde ich sagen, ich mache die Geschwindigkeit mal ein bisschen krasser jetzt. Weil im Grunde genommen haben wir ja keine direkten Kämpfe jetzt. Wie sieht es in Hongkong aus? Da sind noch nicht mal japanische Truppen hier. Im Grunde genommen könnte ich hier jetzt gerade ganz Japan einnehmen. So, aber Indien müsste jetzt ja auch mit Japan im Krieg sein. Oder auch nicht? Indien? Ach, die sind noch gar nicht. Ich habe die noch gar nicht zu den Waffen gerufen. Ja, das muss ich natürlich nachholen. So, Südafrika. Indien? Australien? Britisch Malaya dürfte aber eigentlich. Müsste doch eigentlich mit im Krieg sein. So, zu den Waffen rufen. Und natürlich unser Big Player, Kanada. So, gucken wir mal. Habe ich jetzt auch noch ein paar Verbündete? Ja. Ihr Bastarde. Dänemark kapituliert. Was haben wir hier verloren? Nichts verloren, aber 150 japanische Torpedobomber. Puh, krasser Scheiß. Ich habe doch hier extra meine Luftüberlegenheitsjäger. Wieso machen die nichts? Sowjetunion hat Finnland den Krieg erklärt. Das heißt, Winterkrieg gibt es auch noch. Zusätzliche Forschungsteams, Flugzeugträgerbemühungen. Expeditionstruppen Südafrika, Niederlande und Kanada. Eine Sekunde. Kanada, nein. Wo wollte ich jetzt gucken? Japan. Zusätzliches Forschungsteam. Okay. Von Südafrika. Ja, von mir aus. Ihr seid wahrscheinlich super nutzlos. Oh, ihr seid gar nicht so nutzlos. Okay, ihr seid nutzlos.
Ihr seid auch nutzlos. Aber eine Division ist dabei, die ist gar nicht mal so nutzlos. Ja, liegt daran, dass wir sie ausgerüstet haben. Okay, die werden, die sind alle noch da unten, oder? Ja. Ihr werdet Teil der Garnison hier. East Africa? Nein, Afrika. So. Ihr könnt eigentlich auch hier dazukommen und Gebiet garnisonieren, dann können wir hier das auch noch dazu nehmen. Ja, okay. Das ist schon mal ganz, ganz gut. So, dann hatten wir Niederlande. Eine Division. Bist du halbwegs gut? Du bist halbwegs gut. Das heißt, du kommst in unsere Hauptarmee, die irgendwann mal unsere D-Day-Armee werden wird. Wo auch immer du warst. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. 6 Divisionen aus Kanada. Die kanadischen Truppen sind meistens ziemlich gut. Gucken wir mal nach. Wir haben natürlich ein paar Cavalry-Divisionen dabei. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, nein. Ihr seid komplett Trash. Ihr allerdings seid eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Dann nehme ich jetzt doch erstmal die Kavallerie-Einheiten. Na, wo stecke ich die rein? Die sind eigentlich für nichts wirklich gut. Ich kann noch nicht mal die Vorlage ändern. Ja, wo tue ich die rein? Wo tue ich die rein? Kampftechnisch sind die halt echt nicht so Bombe. Ich könnte sie gegen Siam schicken. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Bringt zwar nicht wirklich viel. Aber vielleicht, wer weiß. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwas reißen. So, aber hauptsächlich will ich ja euch hier und ihr kommt auch in meine potenzielle D-Day-Armee rein. So. Ihr werdet da jetzt rüber geschippert. Uff, Alter, wo seid ihr denn? Seid ihr auf der anderen Seite von Kanada wahrscheinlich? Okay, einer von euch ist da. Okay, der Rest von euch ist da und kommt dann hier wahrscheinlich von Norden her rüber. Alles klar. Gut. 16 Konvois versenkt. Ihr habt es nicht anders verdient. Panschen Schweinehunde. So. Frankreich hält immer noch aus hier oben. Korsika. 67 Tage, bis wir die Landungsfahrzeuge haben. Landbefestigung in Hongkong ist durch. Dann gehen wir da auch gerade weiter auf die Luftverteidigung, denke ich mal. Bei Flugabwehrgeschütze, Luftschutzpunkt jetzt nicht so wichtig, aber Luftabwehrgeschütze schon. Ja, schon ganz gut. Freiwillige entsenden, fordern von den Vereinigten Staaten. Ah, 3 Divisionen als Freiwillige schicken, um zu helfen. Annehmen. Sind die jetzt auch hier drin? Kann ich die fehlen? Nee, oder? Die sind einfach nur irgendwo und wollen irgendwas machen. Freiwillige Streitkräfte unterwegs. Meine Güte. Super viele japanische Konvois. Jetzt ist die Frage, sind das Handelskonvois? Ja, sieht so aus. Ich dachte schon, vielleicht wären es irgendwelche Truppen, die wir abfangen. Das wäre auch nicht allzu schlecht gewesen. So, März 1940. Ich bräuchte eigentlich hier bessere... Eigentlich brauche ich besseres alles. Wie mache ich hier eigentlich was vor? Das war jetzt 41er Technologie. Hier die Waffen. Ja, müsste ich auch noch weiter erforschen. Die Luftabwehr auch noch. Oh, hier muss ich eigentlich auch hier schon hier sein eigentlich. Dann machen wir das jetzt auch mal so. Und dann können wir die Bauforce erforschen. Fünf Zerstörer verloren. Oh!
Da will jemand ausbrechen, so wie es aussieht. Schlesien, Deutschland, Admiral Scheer, Nürnberg, Leipzig, Königsberg, Karlsruhe, Köln, Emden, Leopard, Tiger, Iglis, Kondor, Falke, Seeadler, Möwe, Schleswig-Holstein. Und wir haben versenkt, Albatros, Greif, Wolf, Lux, Jaguar. Das ist eine der deutschen Schlachtflotten. Aber wir fangen sie ab. Wir fangen sie ab und vielleicht können wir sie gerade zerstören. Die versuchen einen Channel Dash, die Kanalfahrt, wahrscheinlich in den Atlantik zu kommen. Hier ein paar Konvois versenkt. Haben wir hier noch irgendwas versenkt? Ein Zerstörer. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Hier sind noch ein paar Konvois. Hier ist der Rest der Flotte. Was haben wir hier? Expeditionstruppen. Annehmen. Ich nehme alles, was ich kriegen kann und tue das in meine Super-Armee rein, die dann höchstwahrscheinlich irgendwann, wie gesagt, hier runterkommen wird und alles zersmashen wird. Die sind... Boah, Alter. Motorisierte Infanteriedivision. Super schlecht. Dafür ist der Rest ganz okay. Ihr kommt auch da rein. Und wollen wir noch mehr garnisonieren? Nur für den Fall. Mal so. Ah, 32. Wir haben 34. Das dürfte okay sein. Sind alle noch im Mittelmeer hier unterwegs. Warte. Drei Divisionen versprochen haben Hongkong erreicht. Unterstützungskampf. Okay. Ja, da sage ich nicht nein. Hongkong, wie gesagt, sehr umstritten gerade im Moment. Armee-Moral, Armee-Logistik, Luftüberlegenheit. Ja, eigentlich auch sehr nützlich. Kampfschiffe, Begleitschiffe. Angriff auf See, Zielerfassung, amphibische... Amphibische Angriffe. Invasionsgeschwindigkeit, U-Boote. Geschwindigkeit... Entscheidungsschlachtspezialist wäre eigentlich ziemlich gut. Angriff, Begleitschiffe und Verteidigung war Großkampfschiffe auch noch. Dudley Pound, herzlichen Glückwunsch. Er wird jetzt dafür sorgen, dass wir hier so ein bisschen noch mehr die Oberhand gewinnen, was die Marine angeht, weil Marine, da dürfen wir einfach nicht verlieren. Und eigentlich dürfen wir auch nicht, was Flugzeuge angeht, verlieren, aber da sind wir gerade auch ziemlich unterlegen, tatsächlich. Eine Expeditionstruppe, eine Division aus Belgien. Schauen wir mal, was ihr so drauf habt. Nicht viel. Wo sind die? Kann ich mir jetzt irgendwie noch anzeigen lassen, wo die sind? Das bedeutet... Ah, hier unten. Okay. Das heißt, ihr könnt in... meine Afrika-Division hier. Also meine Afrika-Armee. So. Weil mit so schlechten Truppen möchte ich dann... Ah, wir haben die Admiral Scheer versenkt. Mit so schlechten Truppen will ich dann auch nicht meinen Angriff da ausführen. Und hier haben wir, das ist dieselbe Flotte wie eben, hat sich anscheinend doch zurückgezogen wieder. Und wir könnten eigentlich, was haben wir hier, Norfolk Subs? Und die Support Fleet. Ja, die will ich eigentlich nicht so gerne. Ja, die Schlachtflotte hier. Die Organisation ist, aber.
Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass ich die Schlachtflotte vielleicht hier einmal dazwischen setze. Dass wir Norwegen ein bisschen schützen können, aber ja, ich möchte ungern hier in diese 3.500 bis 4.500 Flugzeuge reinschiffern und dann meine sämtlichen großen Schiffe verlieren. Durch die Luftwaffe der Deutschen. So, wir sind immer noch daran. Ja, wir sind immer noch an Schiffswerften dran. Das ist auch ganz okay im Moment, denke ich mal. Dass wir hier so ein bisschen mehr Marine bauen können. Diese Welt und nun weißen Frieden mit Finnland. Super Finnland! Der Winterkrieg ist historisch ausgegangen. Japan, synthetisches Öl. Vereinigten Staaten, zusätzliches Forschungsteam. Könnt ihr bitte. Ihr habt noch nicht mal. Ja, ihr habt gerade mal hier angefangen mit Kriegsplan Orange. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die da eingreifen können. Schiffe mit geringer Stärke. Organisation ist komplett unten. Ja, die Stärke. Verständlicherweise sehr und. Oh! Ein Schlachtschiff auf 11% Leben. Whoopsie. Aber das habe ich doch auf automatische Abtrennung ist aktiviert. Ja, dann dürfte das doch sich jetzt automatisch abtrennen. Oh, hier auch. Holy crap. Wir werden ganz schön zerbombt, so wie es aussieht. Warte mal, Flug, Dings. Okay, hier ist okay. Hier sind keine Gegner. Ja, hier sind ziemlich viele Bomber. Erstaunlicherweise schießen wir gar nicht so viele Bomber ab. Wieso auch immer. Das muss doch mehr werden. Leute, strengt euch mal ein bisschen an. Hier sind ganz viele Bomber. Allerdings hier sind noch keine. Ja, das ist ziemlich gut. Da ist auch noch nicht so viel los. Aber die 450 Bomber, die einfach machen können, was sie wollen. Und wir schießen die noch nicht mal ab. Verlorene Bomber? Wir haben hier Bomber? Das müssen Franzosen sein oder so. Meine Güte. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alter. Norwegen verliert hart. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.